Ja, ich würde sagen, wir können stattdessen weitermachen. Wir haben beim letzten Mal das. Lass mich kurz mal gucken. Einmal rauszoomen. Weiße Frostland. Ein bisschen weiter. Ich meine, wir haben da quasi die Story darin gemacht, haben den Arktilas Eisblock besucht, waren in der Perlsiedlung kurz mal vorbei, waren im Blizzard-Tempel, haben uns dort Waschakwil geholt und ja, können theoretisch jetzt sogar schon den nächsten König machen. Aber wie ihr seht, das Gebiet ist noch null erkundet. Also werden wir das erstmal noch erkunden in dem heutigen Part. Stream. Oh, da sind wir wieder neue Nebenmissionen. Und einfach allgemein Stuff machen. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Ich habe gesehen vom Stream, dass ich am Ende des letzten Streams 10 Stunden weniger Spielzeit hatte. Ups. Ups, indeed. Ich habe in der Zeit. Moment. Ja. Den Pokédex aufgefüllt. Und zwar sieht man hier, dass ich überall halt ganz viel Stuff gemacht habe. Die sind jetzt auch danach geordnet, was man schon gesehen hat und was nicht. Ein Relaxo fehlt mir noch. Beziehungsweise muss damit noch ein bisschen Stuff machen, aber ich glaube, es konnte kein Risikotech. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ansonsten, also die, die ihr hier oben seht, sind doch so die letzten, die mir in den jeweiligen Gebieten nach aktuellem Stand noch fehlen. Hier bin ich nicht ganz fertig geworden. Aber ja. Ansonsten hier in dem Gebiet habe ich halt noch nichts gemacht. Nur halt wirklich in den ersten vier Gebieten. Ich habe übrigens dort auch alle Geisterlichter gesucht. Und auch von alleine gefunden, ohne irgendwelche Guides. Und habe mir zumindest jeweils die letzten Geisterlichter noch auf der Karte markiert. Ich richtig verstanden, dass Jan gesagt hat, er ist jetzt 10 Stunden weniger Spielzeit. Nee, ich hatte 10 Stunden weniger Spielzeit bei dem am Ende des letzten Streams. Also wir haben alle Geisterlichter bis auf eins gefunden. Die holen wir uns gleich einmal onscreen noch. Oh, ist irgendwas getan? Wir haben neue Ware. Okay. Was haben wir denn für neue Ware? Wir müssen uns nämlich noch ein kleines bisschen hässlich machen. Wir machen uns mal geplant hässlich. Haben wir eigentlich irgendwie neue Sets mal wieder? Karateanzug. Wir könnten ja mal einfach richtig hart drauf sein und im Karateanzug durch die Wildnis laufen. Wir tarnen uns am besten noch. Haben irgendwo einen weißen Karateanzug. Ja gut, das darf aber nicht wahr. Der Gurt hat immer die gleiche Farbe, ne? Ist immer schwarz. Aber ja, das sieht gut aus. So, einmal gerne den Karateanzug anziehen. Dazu noch einen hässlichen Hut. Was sieht denn richtig hässlich aus? Die Sache ist, ich glaube, wir müssen gleich mal gucken, was für eine Frisur wir nehmen. Also, wenn ich nach Woggle gehen würde, würde ich sagen, das sieht richtig hässlich aus. Eigentlich müsste ich Pachirisu nehmen, weil es so ein dummes Pokémon ist. Joa, die richtig blöde Pachirisu-Maske. So, haben wir hier noch irgendwas Cooles? Ja. Gekauft. Die sehen schon beschissen aus, diese Schneebrillen. Ich habe übrigens auch eine ganze Menge Geld, weil ich so viele Pokémon gefangen habe. Irgendwelche. Was haben wir hier sonst noch? Tabi-Schuhe. Wettersandalen, den Rest habe ich auch. Ja, wenn wir schon in Sandalen durch den Schnee laufen. Die Extravaganten in Azaleen-Pink. Ja, danke. Und jetzt muss ich mir noch meine Haare ruinieren. Hallo, genau. Bitte ruiniere mir meine Haare. Nani?
Ich habe sogar noch eine Wildlife-Reportage von letzter Woche übrig. Chillt. So, was darf es sein? Was sieht kacki aus? Das sieht schon ziemlich kacke aus. Ich habe irgendwas mit dem Bob gelesen. Ach ja. Die Team Galaktik-Frisur. Wer wären denn schon die Stachelhaare? Schon in der passenden Farbe, ne? Ja, wir sind Cyrus Lehrlinge einfach jetzt. Bevor er zu Cyrus wurde. Ja, ich möchte meine schlechte Kopfbedeckung wieder aufdecken. Aufdecken? Egal. Ja, Godot bin ich jetzt einfach mit dem Visier. Yikes. Das ist schon hässlich. Ja, die Kombination aus allem ist hässlich. So. Wir gehen einmal kurz alle Gebiete durch und holen uns eben noch das letzte... Wir sind unserer Zeit einfach voraus. Ja, wir holen uns eben die letzten Geisterlichter. Wo habe ich die denn? Ach, da, beim See der Wahrheit. Also manche Pokémon waren teilweise auch echt ein Krampf zu suchen. Vor allem Baby-Pokémon. Ich habe ewig nach einem Pichu gesucht. Was dann einfach hier irgendwo, ich glaube, irgendwo da unter mir spawnt das. So, irgendwo hier in dem Bereich. Nur mal aus Interesse. Da, guck mal. Da, dieses Pichu, das spawnt da. Das Spiel war einfach nur so nett und wollte euch einmal demonstrieren, wo genau Pichu spawnt. Deswegen kam das jetzt. Vonera habe ich, glaube ich, zufällig irgendwo gefunden. Weil ich einfach nur dran vorbeigelaufen bin. So, wann ist das Geisterlicht da oben? Nee, gar nicht. Hier war nicht das Geisterlicht. Hier war ein Inkognito. Das habe ich beim Vorbeigehen gefunden. Das war das, was ich mir hier markiert hatte. Was ist denn beim I? Ein See, der Gefühle, eine Insel. Okay. Ach ja, Moment, ich muss es ja fangen. Ja, fast. Vielen Dank. Ach, da hinten habe ich mir das markiert gehabt. Ja gut, ist ja eh. Aber ein Stück weiter. Also ich weiß von Svenja, dass sie, glaube ich, bei Markbeat ziemlich Probleme hatte, das zu finden. Weil das auch halt eben so selten kommt und irgendwie an einer beschissenen Stelle ist. Bei mir war Pi am schlimmsten. Apropos Pi, ich habe random Pipi und Elite Pixie beim Suchen halt auch gesehen. Die waren im vierten Gebiet bei diesem Feenbereich. Nia, danke für 56 Monate Treue. Super geil von dir. So. Was sagt er, wenn ich jetzt ruhig die letzte einsammle? Yay, alle Geisterlichter. Und einmal flüchten. Kann ich auch wieder porten. Bei mir war eindeutig Cognodon und Schilterus am schlimmsten. Nun. Guck nicht in mein Inventar. Ich habe Beile. Ach ja, Moment. Wir können ja noch einmal zu Dingens gehen. Zum Galaktik Hauptquartier. Wir haben ja jetzt ja mittlerweile schon lange Rang 8 voll. Können wir Rang 9 uns jetzt ja mal holen.
Hi, I'm you, but from the future. Also ich verübel es auch niemanden, der sich die ganzen geisterlichen Standorte einfach irgendwann gegoogelt hat, aber ich fand zumindest, man konnte die sehr einfach finden. Bin einfach immer wieder durchs Gebiet geflogen und hab die eigentlich recht schnell gefunden in der Nacht, weil man die einfach ewig weit sehen konnte. Die hast du gefühlt über die halbe Map schon gesehen. Deswegen dachte ich mir so, ja, kann ich auch einfach hin und her fliegen und suchen, also. Aber wie gesagt, wenn man es sich auch ein paar per Guide rausholt, ist ja auch kein Problem. So, was kriege ich denn? Sonderbonbons, oh cool, und Leistungssteine. Wie weit ist jetzt bis zum nächsten? Oh, nur noch 19.000 Punkte. Oh, das geht ja. So, was haben wir denn für Nebenmissionen? Wampel hat sich entwickelt. Goro möchte mehr über Wampel. Okay. Was haben wir noch? Ein gemütliches Vordach. Ein Palimpalim hat sich unter dem Vordach eines Wohnhauses gemütlich gemacht. Aha. Und auf Pilzsuche mit Quiekel. Okay. Wir können zumindest Goro einmal kurz schnappen. Und sein Papinella uns mal angucken. Was denkt er sich bloß dabei? Der Professor hat mir erklärt, dass Papidrich ein Panikon sei. Dabei sieht man auf den ersten Blick, dass Papidrich ein Schaloko ist. Pani? Du stellst doch zusammen mit diesem Professor diesen Pokédex, oder? Könntest du vielleicht einen Gefallen tun und ein Schaloko für mich fangen? Nur so kann ich beweisen, dass Papidrich wirklich derselben Art angehört. Ich habe zwei Schalokos. Moment. Hatte ich euch gesagt, dass ich noch einen Shiny gefunden habe? Ich glaube nicht, ne? Das war auch in der Zeit. Kann ich gleich nochmal zeigen. Nun. Mir ist nie aufgefallen, wie traurig Schaloko eigentlich guckt im Vergleich zum Agropanikon. Ich würde sagen, das sind beide Schaloko. Und die Kokonfarbe? Jetzt wo du es sagst. Wer hätte gedacht, dass zwei so ähnliche Pokémon unterschiedlichen Arten angehören? Pokémon sind doch immer wieder für Überraschungen gut. Panikon. Entschuldige, Papidrich. Weil ich so vieles noch nicht weiß, habe ich dir einen unpassenden Namen gegeben. Möchtest du trotzdem weiter mein Partner sein? Con! Ach, Papidrich, du bist der beste Partner, den ich mir wünschen könnte. Yay. Entwickelt sich das jetzt nochmal? Okay. Ja. Zeitquest können wir auch später noch machen. Irgendwas Cooles noch da? Eine seltsame Klaue. Okay. Eine Schafklaue. Sehr teuer. Hyperball-Set. Oh ja, komm, gib her. 20 Hyperbälle kann man immer gebrauchen. Eine mechanische Kiste für 60.000. Gut, dass ich so viel Geld habe. Aber cool, dass ich jetzt eine Schafklaue bekommen habe, weil ich habe immer noch ein... Nee, Moment. Schafklaue war für Sneebel. Ah! Ich bräuchte das Entwicklungs-Item für Skorgler. Wo kommt das ganze Geld her? Ja, was glaubst du, wie viel Pokémon ich gefangen habe während der ganzen Trainingssessions? Es hat einfach nach und nach immer mehr Geld gegeben, einfach. So, wollte ich das Shiny einmal kurz noch zeigen. Da. Random Shiny Pudox. Was ich beim Vorbeifliegen gesehen habe. Sonst habe ich noch irgendwas Interessantes gefangen. Die ganzen Evolis habe ich hier. Ein Stalos habe ich nochmal gefangen. Das Relaxo. Ein Elite Raichu habe ich noch gesehen. Das Elite Viscogon. Ganz viele Tentachas und Tentoxas. Das Elite Zwirfinst. Ich habe gefunden, wo man Fukanus oder Kanis fangen kann. Joa.
So. Direkt links von mir. Da oben drauf. Ja. Es ist von da aus ein bisschen schneller. Manche von den Sachen habe ich auch einfach ganz random einfach gefunden. Also von den. Wait, ich muss in die Richtung. Von den Geisterlächeln. Also man sieht ja, wie aus welchen, was für einer Entfernung man die sogar noch sehen kann. Und Svenja meinte auch, dass man da auch Belohnungen für bekommt, wenn man da mal wieder ein paar abgibt. Heißt, wenn wir hier gleich fertig sind mit einmal alles nachholen, gehen wir mal zu der Tante. Die möchte, dass wir Geisterlichter einsammeln können, einsammeln sollen. Und sagen ihr, dass wir mal eben, naja, 80 Geisterlichter haben oder so. Keine Ahnung, was wir dafür dann kriegen. So, dann einmal ins Meer. In Corinna auf Time war das mit den Geisterlichtern schwieriger. Das stimmt. Die waren aber nervig wie sonst was. Stimmt. Ich hatte mir eins sogar ganz in der Nähe von der Basis zurückgelassen. Damit ich ja nicht so weit fliegen muss. Ich finde es interessant, dass das Spiel ja schon ein Momentchen braucht, bis es quasi alles in der Entfernung rendert. Aber diese Geisterlichter, ne? Die sieht man echt gut. Also die rennen schon echt gefühlt mit als allererstes auf der Map. So. War das ein Mädchen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach irgendeine. Ich habe irgendwie einfach Tante gesagt. Die Gesellschaft ist aber richtig hart am Glitzern. Das macht mir jetzt leider neugierig. Da ist sicher Geld drin. Sneeboss, oder beziehungsweise Robin, mach auf. Meint aber kein Geld drin. Ich fühle mich betrogen und beraubt. Deswegen gehe ich jetzt. Ich mag das wahrscheinlich überall gar nicht. Nicht mal aufsteigen kann das. Also wenn du es startest, kannst du einmal aufsteigen. Oh, ganz viele Zuruas. Aber ansonsten ist es eher nur ein Sinkflug. Wobei ich finde auch, der Sinkflug ist echt nicht so gut, weil du nicht einfach, ich sag mal, geradeaus runterfliegen kannst. Hab ich? Ah, ich glaube, da stand jemand. Deswegen habe ich das da markiert. Genau das, Kuro. Ich hatte einfach keinen Bock, jetzt nochmal zu wechseln. Deswegen bin ich jetzt 30 Mal aufgestiegen und wieder runter. So, da vorne stand jemand rum, auf der Klippe. Warum? Ach, das ist Mina! Wow! Wer braucht schon Osaluna, um sie zu finden? Ah, da bist du ja. Ich wusste, dass du irgendwann auftauchen würdest. Mein Kapschiff hat mich mit einem Windstoß so doll erwischt, dass ich den Abhang runtergekullert bin. Von hier aus konnte ich weder rauf noch runter. Bitte hilf mir, hier wegzukommen. Okay. Und so wurde Osaluna noch ein Unnutzloser. Was will ich nur ohne dich tun? Auf dich ist immer Verlass. Wärst du im Sicherheitstrupp, würden deine Rettungsaktion wenigstens als Teil deiner Arbeit zählen. Aber so stelle ich dir nur Zeit. Das zählt als Arbeit. Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Weißt du, du bist ein richtiges Vorbild für mich geworden. Ich bewundere dich sehr. Auch wenn mir das etwas peinlich ist, wo ich doch älter bin als du. Aber es ist die Wahrheit. Übrigens, weißt du was? Bisher habe ich Sneeboss immer eher für ein hinterlistiges und gemeines Pokémon gehalten. Doch seine Hilfsbereitschaft eben hat mir gezeigt, dass ich mich in ihm getäuscht habe. Okay.
dann einmal. Nein, nein. Ich habe den falschen Knopf gedrückt und bin erstmal runtergestürzt. Aber ich lebe. Ja, fast. So. Und schnell mitnehmen. Okay, dann können wir wieder weg. Dann schauen wir doch mal, was wir da für eine Belohnung für kriegen. Dann gehen wir erstmal kurz zum... Wo ist da schon wieder eine neue Nebenmission? Ist Mina schon wieder weg? Ich habe meine noch nicht einmal abgeschlossen. Wieso kann sie schon wieder weg? Ich habe langsam das Gefühl, dass du selbst unauffindbare Dinge aufstöbern könntest. So stehe ich mal wieder in deiner Schuld und ein phänomenales Können hat mich erneut verblüfft. Nina hat mir übrigens erzählt, wie froh sie ist, dass sie sich auf dich verlassen kann. Als ihr großer Bruder beruhigt es mich ungemein, dass noch jemand ein Auge auf sie hat. Unfreiwillig. Bleib nur zu hoffen, dass meine zerstreute Schwester dir nicht mehr allzu oft zur Last fällt. Am besten gar nicht. Kette sie an. Nintendo, danke für 47 Monate Treue. Kaufstufe 3. Super geil von dir. So, da wir gerade ein bisschen Geld haben, werden wir wieder mal unsere Tasche ein bisschen aufwerten. Wieder fünfmal. Ich glaube, das werden wir dann auch jetzt zum letzten Mal dann machen. Weil das nicht gerade günstig ist. Aber so haben wir wenigstens eine ganze Menge Platz jetzt in der Tasche. Jetzt ist es schon 2000. Für jede nächste Stufe. Es ist eindeutig viel zu teuer, ja. Aber ich glaube, der irgendwann mal ein Ende hat. So. Hatte ich nicht zu Beginn des Streams irgendwie noch 150.000 mehr? So. Nein. Nein. Okay. Ach ja, Sidequest. Oder auch nicht? Ah, unten. So, hallo werte Kundin. Ich wollte dich fragen, ob du mir ein wenig mit deinem Spürsinn aushelfen könntest. Ganz in der Nähe des Lawinenhügels soll es ein Dorf gegeben haben, in dem einst meine Vorfahren gelebt haben. Allerdings konnte ich bis heute keine Spur von dem Dorf ausfindig machen und ich frage mich langsam, ob es tatsächlich existiert hat. Ich würde gerne mehr über meine Wurzeln erfahren. Vielleicht bist du in der Lage, am Lawinenhügel Spuren der Siedlung zu finden. Bitte hilf mir! Okay. Wir wollten eh zum Weißen Frostland bald. Beziehungsweise jetzt gleich direkt. Da ist immer noch eine Sidequest da drin. So, wo ist die denn? Da hinten. Wer hat denn jetzt noch eine Sidequest? Leute, ich habe doch keine Zeit. Und dann? Da haben wir ja Minas großes Vorbild. Diesmal hat sie nicht einmal aus dem Obsidian-Grasland zurückgefunden. Okay. Ja. Wir suchen sie. Irgendwo im Obsidian-Grasland. Irgendwann gehe ich da mal hin. Nicht jetzt. So, wo warst du denn? Da hinten. So, ich habe ein paar Geisterlichter gefunden. Was kriege ich jetzt dafür? 89.
Ich habe 5 bekommen. Hier hast du eine Belohnung. Du hast 10 gefunden. Noch eine Belohnung. 20. 30. Und Finsterstein. 40. 50. 60. 70. Oh, ein Düsterumhang. Oh, nice. Dann wiederum habe ich einen Zwirfinst gefangen. Also brauche ich den Düsterumhang nicht einmal wirklich.